Ja, herzlich willkommen. Ich bin Götterkreis. Ja, wieso eigentlich Götterkreis? Das fragen sich ja immer wieder die Leute und fragen mich auch ständig. Ja, aber wie hat es eigentlich angefangen, dass ich selber produziere? Götterkreis macht Sachen zwischen Lady Thron und Konsole. Was ist denn das? Entstanden ist das Ganze Ende des Schulzeitalters. Und wir haben uns halt lustig gemacht über so viele extreme hässliche DJ-Namen wie DJ Bobo. Ja, irgendwie haben wir dann halt ganz forsch gesagt, man müsste sich eigentlich DJ Gott nennen, um den Ganzen mal Einhalt zu gebieten. Und da wir aber zu dritt waren, ist dann relativ fix Götterkreis entstanden. Irgendwann sind die besagten Leute halt weggezogen und ich habe dann angefangen, Musik zu machen, halt mit dem Rechner. Und da habe ich kurz nachgefragt und die waren alle damit einverstanden. Lass es bei Götterkreis, vielleicht machen wir später nochmal zusammen irgendwas. Hat sich zwar nie ergeben, dafür dann mit anderen Personen, wie Sam Francesco. Der spielt halt ziemlich gut Klavier oder nahezu perfekt. Luke Gooding. Und der hat dann seine Drum- oder Schlagzeugerfahrung mit eingebracht und hat dann die Drummaschine mit bedient. Die Paula hat mitgesungen. Zuletzt haben wir ein Live-Set gemacht mit Franz und mit Steve E., also mit Steve Kasper. Also im Prinzip ist ja, der Personenkreis um den Namen relativ offen. Ja, aber wie hat es eigentlich angefangen, dass ich selber produziere? Da war ich noch ganz klein, hatte dann Klavierunterricht bekommen, hatte schon vorher so ein kleines Casio Keyboard und habe dann mit meinen Minifingern schon ordentlich drauf rumgehauen. Ja, und der Klavierunterricht war auch spitzenmäßig. Ich habe dann halt für mich selber nur ein bisschen auf dem Keyboard mir Melodien ausgedacht, rumgespielt, experimentiert. Ganz wenig schon mit Musikprogrammerfahrung gesammelt und irgendwann, wie das halt so ist, erste WG, kein Netz, kaum Fernsehen, was machst du? Du setzt dich an den Rechner und versuchst halt die Musik, die du dir irgendwann schon mal ausgedacht hast, in den Rechner reinzubringen. So zwei Monate später kamen dann ganz zufällig die Herren von Spur 1 entlang und haben mich gefragt, ob ich das nicht live präsentieren will. Wollte ich natürlich nicht, weil ich halt überhaupt gar nicht für ein Live-Set irgendwie vorbereitet war. Noch hatte ich genug Lieder parat und letzten Endes haben mich halt Trichy Duval, Didi Dubster und noch mein Kompagnon Hannes überredet, das dann doch zu machen. Und das war sehr spannend für mich, ich war tierisch aufgeregt. Es war ein Donnerstag, also eigentlich nichtssagend, im Pushkin damals. Und ich habe all meine Freunde eingeladen. Ich habe dann tierisch aufgeregt das über die Bühne gezogen und alle haben applaudiert. Und das war so ein Mega-Gefühl, dass ich das halt dann auch wiederholt habe. Ich bin halt nicht so auf eine Schiene festgelegt. Ich produziere schon sehr unterschiedlich. Zum Sonntagabend meinetwegen auch mal was ohne Beats. Für die Live-Set-Geschichten habe ich halt eigentlich schon den Anspruch, dass es tanzbar ist. Ansonsten prägen mich eigentlich schon relativ oft fröhliche Melodien. Manchmal packe ich zu viele Sachen mit rein, aber so nach und nach lernt man ja auch dazu und macht einiges besser. In 5 Jahren, wo sehe ich mich? Ehrlich gesagt, am liebsten sehe ich mich noch genauso wie jetzt, als der Typ von nebenan, der ab und zu
von der Bühne runterlächelt und sein Hobby halt betreibt, weil mein Geld verdiene ich klar woanders, nicht mit der Musik. Ich meine, man weiß nie, was kommt, aber ich denke, der Weg ist eigentlich gerade ein ganz guter. Und gerade als diese Hobbysachen, die lebt man dann ja auch vom Herzen und nicht des Geldes wegen. Das kann ruhig so bleiben. Schauen wir mal, was jetzt die nächsten Wochen so mit sich bringen und Jahre.